Kevin Rodriguez Pires heute bei uns. Hi. Ja, die meisten Fans kennen dich ja schon. Du gehst ja jetzt im Sommer in die vierte Saison. Genau, vierte Saison ist das jetzt, ja. Bist nicht ohne Grund so lange da, fast nochmal die ersten Jahre zusammen. Was denkst du so da? Sag mal so, wo ich hier hingekommen bin, habe ich das auch natürlich überzeugend gemacht, weil der Verein und die sportliche Führung, die jetzt zwar jetzt was anders ist, aber der Weg halt fortgeführt wird. Und man sieht halt schon, dass der Verein große Schritte nach vorne gemacht hat. Das war am Anfang halt auch sportliche Sicht, sieht man das natürlich mit den Tabellensituationen. Das war am Anfang, wo ich hingekommen bin, nicht so bis zum Winter. Aber dann hat man gesehen, auch was drumherum beim Verein passiert. Und deswegen, sag ich mal so, bin ich froh, hier zu sein und will den Weg weitergehen. Ja, das ist viel passiert. Bei dir zu Hause ist auch viel passiert. Du hast schon am Anfang gesagt, du bist ein Familienmensch. Genau. Du bist sehr viel mit deiner Familie unterwegs. Genau. Die Familie ist ein bisschen größer geworden. Ich weiß zum Beispiel, dass du einen Sohn bekommen hast. Einen Sohn, der auch mit deiner Frau hier ist. Wie ist das für dich? Ja, am Anfang war es ein bisschen ungewohnt. Natürlich, glaube ich, die Eltern sind, wissen, was ich damit meine. Man steigert sich dann halt in das Vaterleben rein. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den Kleinen habe. Der ist 2,5, wird jetzt im November 3. Und ein paar Jungs haben den auch schon gesehen. Ist auch ein kleiner Fußballverrückter, der morgens aufsteht, schon mit dem Ball vor mir steht. Aber mal schauen. Das kann der ja dann selber entscheiden, was er machen möchte. Aber bin sehr, sehr froh, dass ich den Kleinen habe. Gibt es da irgendwas, was du super gerne mit dem Kleinen machst? Du hast gerade schon gesagt, hat auch schon einen Ball, wo er mit ein bisschen pölt. Gibt es da noch andere Sachen hier? Ja, wir gehen halt auch in der Freizeit, gehen halt jetzt in den Sommertagen halt, sind wir sehr viel am See, gehen schwimmen. Das mag er auch sehr viel, sehr gerne. Und deswegen sind das so unsere Freizeitaktivitäten. Auch zu Hause viel mit Freunden gehen wir auch gerne essen. Und das sind halt so unsere Freizeitaktivitäten, dass er halt gerne schwimmen geht, Sport macht, macht er sehr viel gerne. Und wie gesagt, wir gehen halt mit meiner Familie, mit Freunden dann auch essen, die auch Kinder haben. Und ja, so ist ja unser mein Leben bis jetzt. Freunde hast du gerade schon angesprochen, du kennst ja schon viele im Verein, du wohnst ja immer noch in Köln. Genau. Hast du schon eine neue Fahrtruppe zusammen? Roman Prokop ist zum Beispiel nicht mehr da, Nick Galle, mit dem bist du ja, glaube ich, vorher zusammengefahren. Nee, ich bin auch immer selber gefahren, weil die in eine andere Richtung waren. Das hat halt dann nicht so funktioniert. Aber ab und zu fahre ich mit dem Patze noch, weil wir in ungefähr gleiche Richtung wohnen. Aber überwiegend fahren wir auch getrennt, weil, wie gesagt, er hat zwei Kinder, ich habe ein Kind. Manchmal passt das dann nicht so, dann muss der eine schneller weg oder der andere mal schneller weg. Deswegen fahre ich alleine, aber die Strecke geht auch voll. Klar, sind 40 Kilometer von mir zu Hause, genau. Deswegen passt das alles. Perfekt. Hey, jetzt die Frage der Fragen. Was nimmst du dir für dich die Saison vor? Und was nehmt ihr euch unten in der Kabine als Mannschaft vor für die Spielzeit 23/24? Ja, also für mich persönlich, ich will wieder so viele Spiele machen wie möglich. Ich denke, dass ich letzte Saison in der Hinserie eigentlich einen guten Job gemacht habe. Und ja, ich will halt die Mannschaft führen. Ich bin einer der Ältesten im Team und ich denke, das könnte gut klappen. Als Team, da muss man halt schauen, wie man halt in die Saison reinkommt. Das ist immer schwierig zu sagen, am Anfang Ziele auszusetzen oder sonst irgendwas. Das geht dann auf gut Deutsch meistens in die Hose. Aber wie gesagt, da muss man halt vom Spiel zu Spiel wirklich schauen. Und deswegen, aber ich bin überzeugt, dass die Truppe gut ist. Wir haben viele jüngere Spieler auch dazu geholt. Wir haben viel Tempo im Team und deswegen bin ich überzeugt, dass wir auch eine gute Rolle spielen werden. Dann drück mir die Daumen. Danke dir für deine paar Minuten, die du für uns hattest. Kein Problem. Sehen wir uns wieder am Trainingsplatz. Okay. Danke dir, ciao, ciao. Piro.